Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer. Oh, du scheinst die Lebensdauer verändert zu haben. Ja, habe ich, weil wieder alles zurückgesetzt worden ist. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, warum eigentlich, aber ist wurscht. Zu einer neuen Folge von. Wieso ist sie jetzt darunter? Normales Training, was ist jetzt los? Katze, was ist denn los? Komm her. So, warte mal, hier. Spickzettel. Wie wäre es, wenn du hier einfach mal draus lernst, bitte? Bitte, 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 bitte. Ach Gott, wir haben hier immer noch so viele Abschlussprüfungen, Abschlussprüfungen, Abschlussprüfungen. Wer muss denn jetzt eigentlich alles zur Abschlussprüfung? Alles geben. Du gibst mal alles. Du gibst auch mal alles. Katze. Du. Oh, eine gute Note anbetteln. Das machst du mal. Ich meine, normalerweise müsstest du ja, du müsstest eine bessere Note normalerweise bekommen. So, du gibst auch alles. Du hast noch Zeit. Du kannst dann nämlich auch ein bisschen lernen. Wieso hast du einen Kinderwagen im Inventar? Wieso hast du. Hier, lernen, lernen, lernen. Genau. Und du hast das ja, genau, normal lernen, fleißig lernen. Du lernst jetzt sehr fleißig. Kann man hier umschalten auf Classic Hip-Hop, Pop, Disco, Digi-Klinge, Episch, Indie, Songwriter, Gruselig, Western, Benutzer definiert Soul, Rockabilly, Strandparty, Dark Wave, Country, Elektro, Rock. Haben wir hier nichts? R&B, Latin, Sender, Französisch, Chinesisch, Ägypten, okay. Warte mal. Den ausschalten. Meine Katze randaliert bei der Tür total. Miau. So, umschalten auf. Wo kann man denn gut lernen? Classic? Inselleben, Indie, keine Ahnung. Wir lassen einfach mal Indie, weil sonst bin ich ja komplett irre. Oh, wir haben Hunger und wir müssen pinkeln. Benutzen bitte. Und wir haben Hunger. Wann hast du eigentlich in 5 Stunden? Okay. Reste essen, Kakao-Dingsbums-Gerät. Dann hier, bitte lernen. Wie geht's dir? Dir geht's hoffentlich eh gut. Harndrang, Energie. Haha, du müsstest schlafen auch noch. Ja, was ist denn, Katze? Komm her. Es wird hell oder was? Oh, wie geil schaut das denn aus? Oh, wir haben eine Schneelandschaft und die Sonne geht auf. Wo ist die Sonne überhaupt? Wir sehen sie nicht. Und wir haben hier einen Heißluftballon. Also es schaut richtig cool aus. Hier, so, die Sachen. Vor allem mit dem Unigebäude hier so. So, wie schauen wir denn aus? Katze, ich sehe nichts. Danke. Lernen. Okay, du musst dann so erstmal dringendst aufs Klo gehen, meine Liebe. Benutzen. Dann solltest du nämlich auch was essen. Was ist denn hier eigentlich kaputt? Irgendwas ist kaputt. Ich weiß noch nicht was. Ersetzen. Oh, rumbasteln. Oh, shit. Warte mal. Bianca, du hast ja eigentlich fast nichts zu tun, gell? Wenn du alles gemacht hast, dann bist du für dieses Semester, glaube ich, fertig. Was haben wir heute? Freitag. Ja. Dann bist du für dieses Semester fertig. Das heißt, du kannst dann hier nach Hause gehen und Spaghetti essen. Dann kannst du den hier mal reparieren, rumbasteln. Wieso können wir den nur ersetzen? Was ist denn das für ein Kack? Okay. Dann ersetzen wir ihn halt. Dann gehst du aufs Klo, bitte. Und dann schaust du bitte mal schwarzes Brett Tagesjobs. So, wenn du fertig bist, hast du gleich anschließend, glaube ich, genau, du hast gleich anschließend die nächste Prüfung. Das ist natürlich bei dir etwas sehr bescheiden. 3 Stunden, 3 Stunden. Du bist dann fertig.
Du, wie war das bei dir? Du bist dann auch fertig. Wahnsinn. Wahnsinn. Das heißt, du könntest aber auch hier dein Bild fertig malen. Ich glaube, das hier war's. Fortfahren, genau, das wirst du dann machen. Und du, mein Lieber, du bist dann erst später nochmal dran, um 16 Uhr. Betreten. Fünf Kurse schwänzen. Alter, geht's noch? Wieso willst du Kurse schwänzen? Was soll denn der Blödsinn? So, Pfannkuchen. Dann Harntrang. Benutzen, duschen. Du wirst noch hier voll. Was machst du da? Selbstgespräche führen. Na dann. So, du musst zum Unterricht. Du musst die nächste Prüfung abhalten. Hier genau. Prüfung Jeffrey. Oh, dich gibt es ja auch noch immer. So, du isst jetzt was. Gehst aufs Klo, machst das hier. Du musst dann auch mal hier gucken. Unsere Alien-Weihnachtsmänner sind auch noch da. Du gehst auch mal nach Tagesjobs gucken. Boah, du bist saumüde. Und du hast zwei Prüfungen hintereinander. Oh nein! Alles geben. Wenn sie zur Prüfung musst, musst du auch zur Prüfung. Das heißt, aufhören zu lernen und zum Unterricht gehen. Ciao! Wie geil ist das denn? Er ist voll hochgekommen. Warte mal, haben wir da jetzt eigentlich irgendwelche Infos? Sag mal, bald beginnt. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Christoph hat die Kultur des Bereichs Biologie Level 4 Prüfung mit Bravour bestanden. Ah, geil. Mit Bravour bestanden, mit Bra Level 7 mit Bravour bestanden. Wow. Level 7 mit Bravour bestanden. Nice. So. Du gehst jetzt noch einen Job suchen. Schauen. Oh wow, eigentlich solltest du dich ein bisschen hinlegen, glaube ich. Wenn du den Job gemacht hast, kannst du hier ein Nickerchen halten. Du genauso. Melde dich am Wissenschaft für Experimente, Rahmenwissenschaft. Hä? Okay. Hier, so. Sei einfach mal Testobjekt. So, ein Nickerchen kannst du später machen. Nickerchen. Wie geht's dir eigentlich? Du stinkst bald. Okay, du hast. Mach deine Prüfung vorher noch fertig. Alles geben, alles geben. Du bist auch soweit fertig. Du möchtest Holly heiraten. Oh, das wird so heftig noch. Es wird generell heftig. Ich muss mir nämlich dann noch überlegen, schaut, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich muss mir dann generell noch überlegen, ob ich nicht deren Mutter dann, also Anita in dem Fall, auf ein kleines Grundstück. Okay. Hier, mach das mal. So, Nickerchen machen. So, dann kriegt ihr beide, also bringt ihr beide Geld wieder rein. Ich glaube, das wäre nämlich schon irgendwie cool, wenn ich das so mache. Dann also sprich, wenn ich jetzt Anita auf ein kleines Grundstück setze, da einen Traktorweg reinstelle mit einem Traktor und dann noch, wie soll ich sagen? Ein kleines Häuschen mittendrin und rundherum die ganzen Blumen und so weiter, dass sie da wohnen und leben kann. Dann wäre noch die Frage, soll ich mit meinem Let's Play jetzt eigentlich dann mit Christoph vielleicht weitermachen und gucken, ob der vielleicht auch noch die Liebe des Lebens irgendwie trifft oder so? Oder soll ich ihm eigentlich einfach seinen Weg gehen lassen und die Familie im Endeffekt weiterführen mit Bianca und Taddeo? Weil die beiden haben ja immerhin auch schon einen Sohn, nämlich Julius. Und
Ja, was ist das denn für ein Clown? Wie geil ist das denn? Moin, schau, der Schneemann ist ganz traurig. 1500 Simoleons, bist du irre? Wow. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was er bekommt. Wen haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, Tavana. Zumindest schaut es so aus. Da ist sie. Oder ist das Tavana? Ja. Tavana mit McDougal. Mit Bravour bestanden. Nice. Christoph. Nicht schlecht. So, du kannst, glaube ich, auch nach Hause gehen. Hast du noch eine Prüfung? Nein, du hast noch eine Prüfung. Okay. Reste. Dann 1500 Simoleons. Wie geil ist das denn? Benutzen, benutzen. Und dann wirst du einfach mal hier. Arbeit aufgeben. Alle nach Hause rufen. Wie wäre es, wenn du dann Tavana Textnachrichten? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe das noch immer nicht umgestellt. So, was ist mit dir? Du möchtest eigentlich. Schau mal, wieso bist du eigentlich nicht im Haus? Ins Haus rein. So, die beiden pennen. Bett runterklappen. Sie bräuchten Spaß, Hygiene, sie bräuchte sie. Was Unterricht besuchen? Hä, wieso hast du noch eine Prüfung? Rock'n'Roll, okay. Neulich kam es vor einem Geschäft zu einer Auseinandersetzung zwischen Erkan und Anna. Oh je. Das ist nie schön. So, wie schaut es bei dir aus? Was ist die nächste Prüfung, ne? Batsch. Oh je. Other Rich gegen Bett hat 1:0 gewonnen. So, mach du auch mal ein Nickerchen. Okay, ich glaube, du wirst keinen anrufen, du wirst auch einfach mal ein Nickerchen halten. Wie schaut es bei dir aus? Du bist mit dem Bild bald fertig, ja? Oh, du bist mit dem Bild fertig. Oh, wie cool schaut das denn aus? Was, nur 370 Simoleons? Echt jetzt? Stillleben malen. Großes Bild, bitte. Und du wirst dann auch mal hier, wenn mal gießen. Weißt du, du bist ja eigentlich leichter schlafen, Bett machen, entspannen, die Kirche machen. Du bist leichter hier irgendwie fit zu halten, eigentlich, ehrlich gesagt. Was, du stinkst. Du gehst jetzt nicht schlafen, du gehst duschen, bitte. Ach so, ich habe ihn jetzt zweimal aufs Klo geschickt, gell? Ups. Hoppala. So, wir mal ausschalten. Und ausschalten. So, und du gehst jetzt trainieren? Du bist schon fertig ausgeschlafen, oder was? Ja, okay. Toilettenbox selbstreinigend machen. Ja, warum nicht, gell? Selbstreinigend. Hör auf zu trainieren. Duschen. Oh je, das Essen stinkt. Das Essen stinkt. So, Nickerchen machen. Das musst du unbedingt machen. Achso, du kannst es aufhören zu malen, weil angefangen hast du ja. Du bist dann bald zu Hause. Das ist sehr gut. Und du könntest dann nämlich mit deiner Frau hier ein Techtelmechtel machen. Ashley Hector Peterson. Olivia Hope, also ist gerade keiner in der Nähe, oder? So ein Mist.
Oje. Na, hoffentlich fällst du nicht durch, meine Liebe. Durchschnittlich. Alles geben. Ist zu gestresst, um hart zu arbeiten. Oje. Shit. Prädestiniert, die Welt zu retten. Oje. Und sie will dann nämlich auch noch Lebenswunsch hier perfekte Studentin sein. Mit perfekten Notendurchschnitt abschließen. Oh, sehr gut. Ob das klappen wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, du könntest jetzt hier eine Kleinigkeit essen. Und du machst direkt dich auf dem Weg zum Nickerchen machen. Du machst auch gerade ein kleines Nickerchen. Du machst ein Nickerchen. Du machst das hier noch. Uiuiuiui. Hier aufräumen, aufräumen, aufräumen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Da, 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 da. Hier, warte mal, entspannen. Bitte. Du gehst dich hier auch entspannen. So, Baby machen wollen wir eigentlich nicht. Techtelmechtel wollen wir eigentlich nur haben. So, du bist total müde, gell? Pregnant. Ich glaube, ich spinne. Ich weiß echt nicht, wann das passiert ist. Mit Bravour bestanden. Nice. Ansteckende Krankheiten. So, du räumst hier gerade alles zusammen. Das ist auch toll. Ja, du kannst dann eigentlich auch gleich schlafen gehen, gell? Möchtest joggen gehen, okay. Was möchtest du eigentlich? Du kannst dann hier gleich nochmal weiter schlafen gehen. So, du schläfst jetzt. Du schläfst auch. Dich habe ich gerade weiter schlafen geschickt. Ah, okay, du schläfst auch schon komplett. Auch nicht schlecht. Und du machst hier jetzt noch einiges fertig. Also räumst hier noch einiges weg. Das ist super. Rumbasteln, Enras, Enras, säubern. So, du gehst dann nochmal aufs Klo. Säubern, schlafen. Genau, und du gehst dann auch gleich weiter schlafen, bitte. Leg dich gleich hin. Sie wird gerade wach. So wie sie angezogen ist, gleich schlafen gegangen. Ich bin zu müde, um mich umzuziehen. Ich bin zu müde, um mich umzuziehen. So, das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, das erste Semester geschafft, oder? Oder sind wir jetzt dann fertig? Nee. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, aber ich glaube, das war jetzt erst die erste Woche. So, hier schneller machen. Karriere, Bühnenmitarbeiter. Murphy Bett, Klinophobie. So, alle schlafen, alle haben ihre Prüfungen abgelegt. Dam, da, dam, da, da. Wieso bist du nicht fertig? Was soll denn der Scheiß? Du hast doch deine Prüfungen abgelegt. Und bist doch überall durchgekommen. Also, das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Am Party teilnehmen, nein. Jetzt erstmal nicht. Okay. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir. Bianca, warum schläfst du hier? What? Was habe ich jetzt versäumt?
Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, bis dahin würde ich dann erstmal sagen, ciao, ciao.